Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy 9. Wir wurden ja leider etwas rausgerissen letztes Mal. Und es ist nur leider so, dass ich danach keine Lust mehr hatte. Beziehungsweise sollte sich das Programm erstmal einmal wieder fangen. Und deswegen geht es heute erst weiter. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ich denke, jetzt werden das die letzten Aufnahmen sein, die wir noch mit dem Laptop machen werden. Der Rechner ist ja zu diesem Zeitpunkt bestellt. Es ist jetzt noch 7 Tage, bis ich ihn bekomme. Wenn ihr wüsstet, welcher Tag heute ist. Nein, wir wollen einfach mal weitermachen. So. Er ist schuld, sag ich. Er ist schuld, sag ich. Sonne ist schuld, dass es nicht funktioniert hat. Sonne ist schuld, dass es nicht funktioniert hat. Haltet doch endlich eure verdammte Klappe! Eure jämmerlichen Ausreden interessieren mich nicht. Ohne Zweifel spüre ich von diesem Mädchen eine mächtige Kraft ausgehen. Tretet mir erst wieder unter die Augen, wenn diese Extraktion erfolgreich war. Aber wenn wir weitermachen, dann wird sie das wohl nicht überleben, sag ich. Eigentlich kann man die Bestie Astra nicht vor dem 16. Lebensjahr durchführen, sag ich. Ihr beiden begreift es nicht, oder? Ich muss mir, koste es, was es wolle, eine Bestie untertan machen, die Alexander noch an Macht übertrifft. Eine Bestie, der selbst dieser Galant nichts entgegenzusetzen hat. Kapiert? Diesen Greis zu unterschätzen wäre töricht. Mit meinen jetzigen Kräften bin ich noch kein Gegner für ihn. Bevor sich der Vorhang für Terras wunderbares Schauspiel öffnet, muss ich mich seiner entledigen. Sonst war meine Existenz nichtig. Glaubt ihr also wirklich, es interessiert mich, ob die Kleine das überlebt oder nicht? Macht auf der Stelle weiter. Kupo! Wo kommt das denn auf einmal her, frage ich. Verschwinde, du garstiges Biest, sag ich. Her! Kupu! Und war die Extraktion erfolgreich? Dieser kleine Mokri, der sich unter ihrem Kleid verkrochen hatte. Wegen dem hat es bisher nicht funktioniert. Ja, genau, die Anwesenheit von zwei Auren hat uns verwirrt. Dann bringt diesen kleinen Schwörenfried um. Wir haben schon viel zu viel Zeit wegen dem verloren. Mogu. Nein, Mogu, versteck dich schnell hinter Eiko. Mogu, was hast du? Eiko, ich danke dir für alles. Mogu? Was? Was? Hab keine Angst, Kupo. Ich werde immer bei dir sein, Kupo. Mogu! Vielleicht? Uah. Mogu! Jetzt bist du dran! Oh. Sprich den Terra-Homing-Spruch. Ich versuch's, Mogu. Das, meine Lieben, ist Mogu. Ich wollte in deiner Nähe sein, Eiko. Deswegen verlieh ich mir das Aussehen von Mogu. Aber sei unbesiegt, Kupo. Ich werde dir immer Schutz gewähren, Eiko. Ich habe immer Gänsehaut. Eiko, bist du okay? Eiko, geht's gut? Aber Mogu hat Eiko beschützt. Das wusste ich nicht, dass Mogu eine Bestie war.
Sie nahm die Gestalt eines Mogris an und hat Ilko die ganze Zeit beschützt. Ich dachte immer, Mogu sei ein hilfloser kleiner Angsthase. Aber sie hat Ilko beschützt und für Ilko gekämpft. Wer hätte das gedacht? Mogus Schleife. Mogu. Kopf hoch, Ilko. Hm? Mogu wird doch immer bei dir sein. Ich weiß. Das fass ich nicht. Hat die Seele dieses Mogris da eben eine Trance durchgemacht? Kuya! Eine Situation, gegen die sich jedes eiserne Haar des Körpers sträubt. Ein emotionaler Ausbruch. Wirft einen dies etwa in den Zustand der Trance? Wenn man also mit dem Rücken an der Wand steht, nur noch der Wille zu überleben, das ganze Denken beherrscht oder man das Bedürfnis verspürt, andere zu beschützen. Was war das für ein Wirren? Heißt das also, wenn diese Stärke der Seele allen anderen Seelen überlegen ist, soll man diese nehmen, selbst wenn es eine Fremde ist? Nein, warte. Ja, es gibt sie tatsächlich. Dort, ja! Was genau hast du eigentlich vor? Euch Narren brauche ich nicht mehr. Warte. Vivi, pass auf. Ich denke, die Zwillinge reichen, um euch zu beseitigen. Naja, es sind nicht mehr ganz die Alten, aber... Warte, was ist mit den Schwarzmagern aus meinem Dorf? Nicht, Vivi, allein ist zu gefährlich. Seht dann, irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, die wären tot. Aber auch sehr, sehr geil gemacht eigentlich, ne? Das war auch so ein Wendepunkt damals in meinem Spiel. Oh, das sieht eklig aus. Da, wo du klaust. Vakzin. Der ganz toll. Mal gucken, was er alles so einstecken hat. Ich hoffe, ich kann mal irgendwie alles klauen. Ah. So, ich werde es mal einmal ein bisschen schneller machen. Oh, sie braucht noch... Ja, ist egal. Damit seid auch ihr infiziert. Ja, das interessiert mich jetzt herzlich wenig. Ich will jetzt erstmal was klauen. Goldkäppchen. Ein Habe, nichts gut. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Vakzin. Oh je, Mini. So, zack. Ah, ist das eklig, du Dick. So, heilige Magie. So, warte mal. Warte. Du ekliges Ding. Noch mal einmal einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob es was bringt, so direkt, aber... So, und dann sind wir nämlich erstmal alle wieder geheilt. Das ist immer schön hier. Phönix ist immer gut.
Was? Der wackelt jetzt schon? Hier sind sie alle wieder wahnsinnig. Sind jetzt wieder Spielstunde? Wir sind doch schon recht stark, würde ich behaupten. Ich habe jetzt gedacht, das Wackeln ist wegen dem, dass er schon so gut wie tot ist, aber anscheinend ist noch nicht so. Ist aber nicht ganz dramatisch. Ja. Ich hätte auch mal Regina oder sowas zaubern können, aber letztendlich kann ich da auch einfach nur draufhauen, muss man ja ehrlich so sagen, ne? Er müsste jetzt eh bald irgendwann tot sein. Die können wir auch nochmal einmal ein Gegengift nehmen. Oder Antidote. Ihr seht, es ist eigentlich ein relativ langweiliger Kampf, weil großartig nichts passiert. Ich meine, er nimmt uns manchmal so eine Fittiche. Aber mir passiert auch nichts. Und jetzt ist da auch schon Geschichte. Da. Vivifus Kuya, ist er etwa abgehauen? Vivi? Sie folgten ihm alle, obwohl ihnen irgendwie wohl klar war, dass er sie nur benutzen würde. Und dann sagte er ihnen, selbst wenn er wollte, er könne ihre Lebensspanne nicht verlängern. Kuya, dieser Mistkerl, was bildet er sich ein? Entschuldige, wir waren solche Narren. Er könnte nichts dafür. Wo sind die anderen Schwarzmagier? Alle sind am Boden zerstört. Sie sind dort drüben. Sieht dann, wie soll ich ihnen denn, was soll ich ihnen denn in so einer Situation nur sagen? Vivi. Vivi, wohin gehst du? Ich. Das Einzige, was ich jetzt für sie tun kann, ist einfach nur bei ihnen zu sein. Wohl wahr. Dafür kriege ich dich dran, Kuya. Ist dort jemand? Hä? Hä, wer ist denn da jetzt noch? Oh! Wer seid ihr? Und wo ist dieser... Wo ist Kuya? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Habt ihr ihn vertrieben? Ich danke euch. Ihr seid doch Prinzessin Garnet. Ja, für wahr, ihr seid es. Es ist ja schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, seit ich euch das letzte Mal begegnet bin. Und wie groß ihr seitdem geworden seid. Aber warum seid ihr eigentlich hier? Wer ist diese Frau? Kennt ihr euch etwa? Quack, meine über alles geliebte Frau, Quack, Hilda, endlich habe ich dich wieder, Quack. Ich kann mich nicht erinnern, mit einem Frosch verheiratet zu sein. Ich benutze doch deinen Zit, Quack. Dieser Bart. Ja, du bist es wirklich. Hilda, ich will, dass du wieder mit mir in das Schloss zurückkehrst, Quack. Und vielleicht könntest du mich dann ja wieder zurückverwandeln, Quack. Dein geliebtes Luftschiff hat Kuya aber wohl mitgenommen. Ganz egal, Quack. Solange es dir gut geht, was kümmert mich denn da das Schiff, Quack? Oh, Zit. Sag mal, kennst du etwa Kuya? Ich hasse Kuya. Wenn du etwas weißt, dann sag es uns doch bitte.
Schön, wenn wir wieder in Lindblum sind, dann werde ich euch alles sagen, was ich weiß. Hat Guya dich auch nicht angefasst, Quack? Seine Taten kann man zwar nicht verzeihen, aber er scheint zumindest ein Gentleman zu sein. Auch wenn er wie ein Wasserfall redet. Was soll das denn heißen, Quack? Nicht, dass ich ihm auch nur eine Frage gestellt hätte, aber er hat einfach von sich aus geredet und geredet. Es war teilweise wirklich sehr anstrengend, ihm zuzuhören. Aber die Dinge, die er sagte, waren furchteinflößend. Zum Beispiel? Er schwärmte davon, dass er nicht von dieser Welt sei und sie nur benutze, um grenzenlose Macht zu erhalten. Und dazu benötigte er wohl die Hildegard 1. Ich werde sie dann und die anderen über all dies unterrichten müssen, Quack. Zudem galt seine Aufmerksamkeit nicht in erster Linie mir. Er schien mir wie ein wahrer Narzisst, der sich über alles liebt. Aber wenigstens niemand, der einen Seitensprung wagt. Oh, das kam jetzt etwas unhart, wartet und hart, Quack. Was das betrifft, so bereue ich es wirklich, Quack. Gerade deswegen nahm ich all die Gefahren auf mich, um dich zu retten, Quack. Lügen haben kurze Schenkel. Du bist doch sicherlich nur gekommen, um die Hildegard 1 zurückzuholen. Das stimmt nicht, Quack. Du stehst wie immer an erster Stelle, Quack. Ich möchte wieder ein Mensch sein. Ich habe von dem Gequake und dem Gezippe genug, Quack. Verzeih mir bitte, ich werde nie wieder untreu sein, Quack. Kann ich denn deinen Worten wirklich vertrauen? Ich schwöre es, Quack, du bist die Einzige für mich, Quack. Nun gut, dann will ich dir glauben und die Verwünschung rückgängig machen. Aber das nächste Mal wirst du mir nicht nur als Juckzirbe davon kommen. Oh, ich weiß, Quack. Vielleicht sollte ich dich dann in eine Igelquappe. Alles nur das nicht, Quack, aber jetzt bitte mal schnell. Schon gut, schon gut. Endlich wieder ein Mensch, Quack. Jetzt kann ich endlich mich an den Bau der Hildegard 3 machen. Zirp. Ups. Wo die Macht der Gewohnheit? Sid. Verzeih mir, Hilde. Das ist immer ein schönes Geräusch. Sieh dann. Bist du's, Lilly? Verzeiht sie dann. Warum plötzlich wieder diese Förmlichkeiten? Mit Verlaub, sie dann! Wacht bitte auf! Was denn? Nur ein Traum? Und was steht an? Großherzog Hilda erwartet euch im Konferenzraum. Ach so, okay, hätte gerne noch die Fortsetzung geträumt. Bitte was? Ach, nichts Wichtiges. Und hier ist alles geludet. Eine Bitte, Kupo. Übergib diesen Brief an Coolmog. Warte mal. Doch, ich habe dir ja abgegeben. Huh. Danke, Kupo. So, ich will aber auch kurz speichern, die Folge. Ja gut, wir haben noch 3 Minuten. Ne? Aber ich würde fast sagen, was machen wir dann wirklich im nächsten Part? Es passt jetzt hier gerade hier so schön, dass wir hier gerade speichern können. Ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du zugeschaut hast. Freue mich natürlich über einen kleinen Kommentar und bis dann. Tschüss.